Bist du mit dem Papierkram fertig? Nun. Verdammt. Wo sind meine Pillen? Neil? Ich habe sie besser nicht schon wieder im Auto gelassen. Hey, bist du noch da? Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Papierkram. Ah, wie lange dauert es denn, irgendwelche Dinge auszufüllen? Es ist beinahe fertig. Ich komme zurück, sobald ich fertig bin. Gut, aber mach hinne. Es sollte nicht so lange dauern, zum Auto zu gehen, wieder zurückzukommen. Okay. Neil? Ich frage mich, wie Collins Frau geht. Echte Frau sagt: Ey, Kollege, du wolltest zu deinem. Oh, Mann, ey. Oh, sie liest das Buch. Sie sind schon zurück? Ich musste mich noch um ein paar Dinge kümmern. Ich kehre gleich wieder zurück. Das ist gut. Konntest du ja noch einen Aufruf? Ah, was machen wir? Nee. Lassen wir sie mal. Hey, warte sie. Dr. Watts, richtig? Ich weiß, was Sie doch drin gesehen haben, ist vertraulich. Aber es gibt etwas, was ich mich frage. Haben Sie etwas darüber gefunden, warum Colin dieses Buch hier hingetan hat? Und genau warum so? Nein. Eigentlich wollte ich Sie dazu befragen. Er hat es nun schon so lange Zeit. Aber er hat immer wieder die Seiten ausgewechselt. Und nun? Es ist einfach nur. Er hat es einfach nur leere Seiten. Wenn Sie etwas finden, was für mich bestimmt ist, bitte lassen Sie es mich wissen. Das ist alles, was ich verlange. Ich werde. Okay, ich werde es im Kopf haben. Okay. Verdammt, Colin, was hast du getan? So, komm jetzt mal auf zum Auto. Ich brauche meine Pillen. Konnte ich irgendwie jetzt zu Eva wechseln? Nee, konnte ich jetzt hier nicht. Der Neil hat doch irgendeine Krankheit. Hey, Mister! Heißt die die heißt ja Potato, ja. Ich wusste, dass sie vorbeikommen. Oh, du bist es. Danke, dass du Ambers Puppe in den Teich getreten hast. Das, ich bin dir sehr dankbar. Ist das deine Mutter? Ist schon in Ordnung. Ich hoffe, sie haben dieses Kind traumatisiert. Sie hat meine kleine Potato schon seit Jahren schikaniert. Wurde Zeit, dass sie mal ihre Lektion lernt. Und nun, da ich noch eine kleinere Potato bekommen habe, habe ich mir über die Zukunft Gedanken gemacht. Sie haben ihr anderes Kind auch Potato genannt? Natürlich nicht, seien Sie nicht albern. Es ist nur ein Spitzname. Sein wahrer Name ist Bud. Ach übrigens. Der Mann an der Rezeption sagte, dass sie den Altmann Colin besuchen. Du kennst Colin? Ja, der hat Amber mal wirklich für mich verprügelt. Habe ich dieses Wort richtig benutzt, Mami? Nein, Schatz. Du meinst, keine Ahnung. Irgendwas hat wahrscheinlich verbal angeschissen. Aber wie auch immer. Also, letzte Woche hat Colin mir den Rest von seiner Limonade gegeben. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Könnten Sie ihn bitte für mich zurückgeben? Was? Warte. Zitronensaft? Für was?
Um Spionagenachrichten zu schreiben, natürlich. Das ist, was in dem Buch ist. Das ist unsichtbare Tinte. Ich habe schon 2 geheime Nachrichten ans Bud geschrieben, wenn er lesen kann. Colin sagte, er war fertig damit, es zu benutzen. Also könnte ich die restliche Dose haben, wenn ich wollte. Oh. Habe ich ein Glück. Also können Sie die Kanne bitte Colin zurückgeben? Nun, ich denke, Colin braucht sie nicht mehr. Du kannst sie wahrscheinlich behalten. Wow, danke! Ich werde einen Brief an mich selbst schreiben. Okay, Potato, es ist Zeit, wieder zurück nach Hause zu gehen. Oh, na gut. Ja, dann Klingelton. Ah, ne, es war Eva's. Eva, rufst du aus der Maschine an? Ja, immerhin, es klappt diese Funktion noch. Hey, hör mal. Ich glaube, ich habe so etwas über Collins Notizbuch herausgefunden. Das ist nicht wichtig. Ich muss... brauche ich erstmal, um was für mich zu überprüfen. Was? Tschüss! Ist da drin alles in Ordnung? Hast du den letzten Memory Link gefunden? Nein, bist du am Computer? Kann ich gleich sein. Gut. Könntest du in den Aufzeichnungen nach Faye suchen? Und gucken, ob es irgendwelche Unfälle gab? Du denkst, sie war bei einem Flugzeugabsturz dabei? Ich möchte nur die Möglichkeit mit einbeziehen. Ich schicke dir ihr Profil. Da drin sind genug Daten, selbst ohne den Nachnamen. Jetzt gib mir Bescheid, sobald du die Resultate hast. Okay. Nein, deine Pillen, du Trottel! Colin? Hallo? Hey, Rox, bist du immer noch im Laptop? Du bist immer noch im Laptop, richtig? Ja. Ich habe dir gerade ein Profil weitergeleitet. Könntest du vielleicht gerade mal die Aufzeichnung überprüfen? Klar. Würdest du mir noch sagen, was du mit der Maschine vorhast? Okidoki, Loki Poki. Dann ist beschlossen. Ich rufe dich gleich zurück für die Resultate. Komm jetzt zum Auto. Jetzt lass dich mal aufhalten. Irgendwas ist doch mit dir. Es klappt mir bloß nicht auf dem Weg zum Auto zusammen. Ach komm. Hey Eva, ich arbeite immer noch an den... Neil, kannst du mich hören? Ja? Hallo, bist du da? Ich bin genau hier, was ist denn los? Neil, wenn du mich hören kannst, hör zu. Ich denke nicht, dass sie... Eva? Oh shit. Bist du noch da? Komisch. Die Kommunikation muss gestört sein. Das repariere ich, sobald ich wieder zurückgehe. Komm, jetzt renn endlich! Töpfchen! Warte mal eine Sekunde. Das war ein geiles Motorrad. Ich wünsche auch schnell eins von denen. Oh, ist es jetzt die Rocks? Eva, was ist denn passiert? Nein, ich bin's, Roxy. Du verrücktes Huhn. Oh. Also, was machen die Aufzeichnungen? Oh, einfach großartig. Eigentlich, nein. Überhaupt nicht großartig. Nun, was Rob sagen will, ist, dass es von deiner Sichtweise abhängt. Was? Ist es jetzt ein Ja oder ein Nein auf meine Frage? Ist sie bei einem Flugzeugabsturz gestorben oder nicht? Nun,
Nun, hier gibt es einen großen Abschnitt. Es gibt keinen Flugzeugabsturz in Ihren Aufzeichnungen. Darüber musst du also keine Gedanken machen. Puh, warum hast du das nicht gerade gesagt? Ein einfaches Nein hätte es auch getan. Nun, das ist nicht alles. Es ist so... Es gibt noch nicht mal einen Flugzeugabsturz. Es gibt gar nichts über Sie. Um ehrlich zu sein, es gibt keine Aufzeichnung über Faye. Was? So wie in keine Aufzeichnungen, die für Öffentliche zugänglich sind? Wie in keine Aufzeichnungen, die nicht existieren. Nirgendwo. Okay. Wir haben die öffentliche Verzeichnung registriert, die private ID, alles. Nun. Wir haben selbst ein paar Orte abgeguckt, zu denen wir eigentlich technisch gesehen keinen Zugriff haben. Und trotzdem, es gibt keine Aufzeichnung über Sie. Für gar nichts. Ihren Tod nicht, nicht mal Ihre Geburt. Oh. Oh. Nun, solange Colin nicht an irgendwelche komischen Amnesie, an einer extremen Form von Amnesie leidet, tut er nicht, habe ich überprüft. Oh ja, also... Oh, Entschuldigung, ich habe einen weiteren Anruf. Hallo? Okay. Ja, komm, nimm deine Pillen. Jetzt wird's interessant. Es wird jetzt richtig... Ah, jetzt rennt er! Akt 3. Selbst wenn es nur jemand wie ich war. Okay. Hey, wo geht ihr zwei hin? Die Firma hat angerufen. Wir haben einen weiteren Patienten. Oh ja, wir müssen los. Entschuldigung, Neil. Nachtschicht, da. Ich hätte ein bisschen ruhen sollen. Wir haben uns doch mittlerweile alle dran gewöhnt. Na, sieht aus, als hättest du ganz schön viel aufzuklären, ha? Ja, wenn das was wir rausgefunden, das ist, was wir denken, seid ihr, wird das ein sehr anstrengender Abend. Zumindest von unserer Erfahrung her, solche Patienten sind eher, Pekulaya, Käse, Lügner, keine Ahnung, Pekulaya. Pekulaya, das muss ich jetzt gerade mal überprüfen. Moment, was sagt mir der allseits beliebte Goggle-Übersetzer? Nein, keine Videos. Pekulaya, eigenartig. Wir haben seine Akte gelesen. Möchtest du einen Tipp haben? Du wirst mir ihn so oder so geben, also... Ich kenne nicht die Einzelheiten von Collins Leben. Aber das erinnert mich an einen Fall, den wir mal hatten. Denk einfach dran, dass der Weg, jemanden glücklich zu finden, nicht der ist, dass du die Antwort findest. Es könnte auch darum gehen, die Frage zu verändern. Wie auch immer. Viel Glück. Okay. Übrigens, glaub nicht, dass du einfach so damit davon kommst. Wenn das hier fertig ist, wirst du einiges zu erklären haben, nicht wahr? Und das wird so lustig. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Die Roxy ist irgendwie cool. Oh, warte. Da ist mir noch was eingefallen. Auch wenn ich noch nicht sicher bin, warum. Weiß ich, dass du den Stabilisator der Maschine entfernt hast. Aber wo das Unterbewusstsein des Patienten mit dem Systemprozessor verbunden ist,
hoffe ich, dass du einen Notfallplan hast. Backup-Plan. Hoffe ich, dass du einen Notfallplan hast, falls er durch die Gefahren-Firewall kommt. Ja, gute Frage. Das speichern wir erstmal. Und dann machen wir hier mal ganz, ganz kurz Pause. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal gucken, was der Colin hier so... was der Neil so angestellt hat. Da bin ich. Ja, die Endungsreise fortsetzen. Da gehen wir mal wieder rein. Ich komme. Okay. Eva. Eva? Eva. Sie ist sie nicht. Mach mal, irgendwas ist komisch an Colins Arbeit. Hat er auch gerade geblinkt, oder? Hä? Der Link zur Zeitleiste wurde aktiviert, selbst wenn Eva nicht mehr hier ist. Also es wurde die Oberwelt seine Zeitleiste, selbst wenn Eva nicht mehr hier ist, es wird einfacher sein, sie von dort aus zu suchen. Ja, komm, dann gehen wir mal dahin. Die Oberwelt war doch die eigene. Genau, das hier. Ja, genau. Das kennen wir ja noch. Stopp. Eine Blume. Da war doch gerade ein Blümchen. Eva, bist du hier? Jede Erinnerung von Colin, die wir soweit zusammengesetzt haben. Einer von denen muss sie doch sein. Da hängen wir gerade, das ist der Vortex. Der Vortex, diese Anomalie, der uns immerhin hergeschleudert hat. Ich denke mal, er ist nahe der Erinnerung, auf dem er... Ja genau, locate. Professor Dr. Bruno Hagebein nicht entdeckt. Scan for activity. Wo ist sie nur? Auch nicht entdeckt. Okay, Eva? Auch nicht entdeckt. Hier auch nicht. Zwei haben wir noch. Nicht entdeckt. Hä? Nicht entdeckt. Verdammt nochmal! Wie kann sie in der Maschine sein, aber nirgendwo in den Erinnerungen? Es sei denn... System... Evas nächste Position ermitteln. Da! Verdammt, das Bermuda-Dreieck. Okay. Muss doch hier hin. Also wieder zurück zum... zum Ort des Geschehens. System, alle möglichen Einträge von hier laden. Ja, ich gehe jetzt. So, das hat mir ja schon alles. Warte, was? Vorspulen. Verdammt nochmal. Es kann nicht so schwer sein, den einen Memory Link zu finden. Und dieser Idiot braucht schon ganz schön lange. Warte mal eine Minute.